Moin Moin und willkommen zurück zu The Evil Within 2. Und heute ist ein schöner Tag, denn wir gehen ins Theater. Genau, jetzt gehen wir ins Theater. Wir haben die beiden Kunstwerke, wie er es nennt, zerstört. Und jetzt müssen wir zurück zum Theater, was natürlich auch nicht so weit weg ist. Ich markiere uns das nochmal. Da ist das Theater. Und da müssen wir hin. Da längs, genau. Ja, aber da haben wir eigentlich auch schon alles platt gemacht in die Richtung. Deswegen dürfte uns da eigentlich nichts mehr im Weg sein. Aber man weiß es ja nie bei diesem Spiel. Das ist ja immer... Ist ja immer was anderes hier, ne? Oh, guck mal hier. Da nein. Liegt was drin. Danke für die Nägel. Ja, man findet schon viele Sachen so, aber trotzdem ist die Munition wirklich immer knapp. Also wenn man nicht wie ich so einen Vollpfosten drauf losballert, dann würde man wahrscheinlich noch länger überleben, aber ich baller nun mal wie ein Vollpfosten drauf los. Und deswegen ist die Munition einfach sehr knapp. So. Ich habe allerdings auch sehr, sehr viel auch schon erledigt hier. Deswegen kann es gut sein, dass wir vorbeigedüst kommen. Ohne dass wir entdeckt werden. Probieren wir mal. So, das Theater ist frei. Das heißt, wir können rein. Lass uns trotzdem mal ein bisschen die Autos im Blick behalten, dass wir da vielleicht ein bisschen Munition oder irgendwas Cooles finden. Dass wir irgendwie nochmal eine Werkbank finden oder irgendwas machen können in der Werkbank. Hier ist nichts drin. Hier noch irgendwas drin? Nö, schade. Schade. Oh, da grunzt jemand. Ich höre. Ich guck trotzdem mal die Autos alle an hier. Aber es sieht gut aus. Alles leer. Hier war aber noch was. Nehmen wir mit. Speicher wurde auch gerade. Perfekt für uns. Ach, wollen wir uns dann die Ausstellung mal anschauen, was? Kann ja nur ein Highlight sein. Bin schon gespannt. Okay. Er muss hier irgendwo sein. Yeah, und ich werde ihn platt machen mit 6 Schuss. Naja, vor dem Boss wird man immer Munition finden, egal wo. Wagen es, meine Werke zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten. Weil Sie... keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Und sie wollen mich aufhalten. Aber sie haben versagt. Denn mit der Macht des Kerns kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Ich will ja nicht rummäkeln, aber warum müssen verrückte Psychopathen immer so lange Dialoge halten? Monologe, Entschuldigung. Ein Dialog. Fragt man sich doch, oder? Warum quasselt die so lange? Bringt die doch einfach hinter euch. Also entweder schießt ihr den Typen gleich in den Kopf, aber dieses ewige Quatsche und oh, ich werde das tun und dies passiert, dann passiert doch nichts. Na gut, gehen wir nach oben. Ist ja neblig hell hier drin, finde ich. Ganz komisch. Da. Genau, oh, brauche ich da. Na, warte. Machen wir uns noch ein bisschen Spritze rein und nimmst neue Spritze mit. Ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Oh, hier darf man nicht mit dem Smoking rein. Keck. Okay. Oh Gott, er hat hier alle. Sind das alles leicht? Und er hat die alle gefesselt. Und die sollen... Oh, der hat alle gefesselt. Und die sollen hier alle... Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Oh Gott, oh Gott. Ein Psycho. Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden.
Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo, aber mindestens ein Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Der quasselt. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Okay, sind alles Bomben? Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße! Nein! Stopp! Erblicket meine neueste Kreation. Nein! Oh! Alter Schwede, ey. Also wenn das kein Psychopath ist, weiß ich auch nicht. Alter, guck dir das an, ey. Naja, ist ja aber alles nur in der Scheinwelt. Ist keine richtige Welt, oder? Im Endeffekt ist es ja egal. Oder habe ich es falsch verstanden? Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Nichts befeuert Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Wieso kann er sich immer ausweichen, der Spast? Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist sie nutzlos. Oh, es bricht hier alles auseinander gleich. Nein, er ist schon wieder woanders. Oder was passiert da? Ach, okay. Ja, okay. Das macht Sinn. Weißt du, er wird immer wieder von der... Ist immer wieder eine komische Schwerkraft. Was ist da denn? Ach so. Das kleine Äuglein will mich auch haben. Okay, ist die Frage, wie wir da rüberkommen, ohne... Ach, cool. Okay, ich muss, darf nicht in seinen Scheinwerfer kommen, ne? Logischerweise. Scheint er denn überall hin? Kommt er wieder zurück? Ja. Ah, ich bin unterwegs, Munition sammeln, sehe ich gerade. Okay, jetzt sind wir gleich wieder hier hoch. Müssen kurz mal warten. Kommt nämlich gerade zurück. Dass sie zurückgeht und dann rennen wir da rüber und geht klettern da hoch. Okay, es geht da längs. Kommt da kein Licht mehr? Doch. Komm zurück.
Scheiße. Da muss ich runter, ne? Da springen kann ich, glaube ich, nicht. Runter! Wow! Wow, 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 wow! Du bekacktes Auge. Das Auge von Mordor. Hier bleiben oder werde ich hier gesehen? Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich bin noch im Schatten. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Na los, verpiss dich. Oh oh. Verrückte Scheiße, oder? Okay, wo zum Teufel ist der hin? Ja, wahrscheinlich wieder hinter irgendeinem scheiß Vorhang hier. Nee. Kick the door! Where are you? Ich will mal alles durchsuchen hier vorher, bevor wir hier irgendwie... Eieiei, rote Substanz. Wie gut ist das denn? Muss ja irgendwo ein Spiegel sein dann gleich oder sowas, ne? Das ist auf jeden Fall die Musik von... Da ist der Spiegel, okay. Machen wir mal kurz einen Spiegel. Ich weiß nur nicht, ob wir es schaffen, so viel zu nutzen da. Wir müssen gleich mal gucken. Ah, Gel haben wir zwar, aber es ist nicht so viel Gel. Aber... Jetzt haben wir ja Glück. Und wir fühlen uns wohl. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Nein. Ich helfe Ihnen. So. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Das Problem, wir haben einfach nicht genug grünes Gel. Das ist das Problem. Ist egal, was ich mache. Das bringt nicht so viel. Geringer Rückschuss und Schießen mache ich einfach. So, jetzt haben wir zweimal rotes Gel. Das bringt uns gerade gar nichts. Kann mal rausgehen. Schade, schade. Ich dachte, wir könnten da irgendwas machen, aber... Ich habe einfach mal eine Werkzeugbank hier, die nutzen wir jetzt nochmal. Dann müssen wir gucken, ob wir ein bisschen Munition herstellen können. 22 haben wir, das heißt, wir könnten 4 Schuss Schrot machen. Elektro haben wir noch 3, das passt. Lass einfach hier Munition machen. So, und jetzt speichern wir nochmal schnell. Kann ich nicht schaden? Und dann gehen wir nochmal rein zu ihm da. Weiß nicht, was wir da groß reißen können bei ihm, aber irgendwas werden wir schon schaffen. Yeah! Ist auch blutrot der Spiegel, ne? Also nebenbei. Ja, jetzt haben wir volles Leben. Hier ist nichts. In die Richtung gehen.
In diesem Hotel hier, wo wir schon mal waren. Kommen Sie, ich erwarte Sie. Diesen Stuhl. Mein nächstes Werk wird faszinieren. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte, die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche Sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Da ist schon wieder jemand. Haben wir voll, okay. Geht ja nur in diese Richtung, oder? Die geht der Tür noch schon auf. Laufen wir unser Verderben. Los, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Naja, was habe ich denn drauf? Das ist jetzt der Showdown hier, oder was? Kein Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Oh, fuck. Deines Blutes. Exquisit. Das wird jetzt wehtun. Es gibt keinen Kopf. Oh. Du kannst sie nicht retten und dich selbst auch nicht. Jetzt. Ich nenne es gebannt. Schnell hier raus. Ah, shit. Was? Zu meinem Meisterwerk. Verdammt! Du fängst an, mich zu langweilen. Ja, wo bist du denn, du Wichser? Das wird jetzt wehtun. Das tat hoffentlich auch weh. Noch so was anderes hier? Oh, weg! Du kannst mich besiegen? Ich versuche es zumindest. Es gibt keinen Kopf. Das ist ein Messer, ist geflogen. Vor etwas zu verstecken, das du nicht siehst. Ah, guck mal. Gefällt dir das? Du Spast. Oh oh. Er ist doch ein Cyborg. Das reicht mir jetzt. Stirb! Jetzt! Endlich! Okay. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Oh! Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut. Ah. Flucht ist zwecklos. Komposition. Maus. Dafür wirst du bezahlen. Alter! Nein! Nein, du Spast!
ist er denn jetzt? Oh fuck, jetzt habe ich keine Munition mehr, okay. Da ist noch Munition. Kriegen wir die noch? Halt! Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut! Also. Gerade haben wir nichts mehr, aber wir haben das noch. Oh fuck, was war das denn für ein Teil? Jetzt, wo die mal in die Nähe kommt, okay. Ich höre nur die Stimmen von ihm. Irgendwann, der steht direkt hinter mir. Mann! Oh nein! Der Wichser, ey! Verstecken ist zwecklos! Blut! Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Oh nein, es war dumm, da reinzulaufen. Gib ich zu. Nein! Oh, fuck. Oh, das war echt gemein. Dieser Kampf, aber naja, wir versuchen es nochmal. Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Alles muss man selber machen. Gib mir dein Blut. Okay. Nicht bewegen, verdammt! Flucht ist zwecklos! Naja, noch funktioniert Flucht ja ganz gut hier eigentlich. Nein, oh, man kann auch nicht wegrennen bei dem echt. Der ist so schnell. Irgendwie. Das war ein Headshot. Oh Mann. Ich hab doch da jetzt ihn wirklich getroffen ein paar Mal, oder? Dachte ich ehrlich.
auch. Ist ja voll auf dem Sack. Ah, du Penner. Ich hab doch, ey, man hat doch so auf ihn geschossen. Man kann ihn ja nicht treffen. Das ist so ein bisschen dämlich, oder? Verstecken ist zwecklos. Blut für mich. Da. Dafür bist du bezahlt. Okay. Bleib stehen, du wirst ohnehin sterben. Ich darf nicht stehen, ich werde Bescheid. Ah Mann. Mit dir fertig bin, ist von dir nichts. Ist auch ein bisschen schwierig hier. Was ist denn der Spast? Ah, Mist. Oh, komm schon. Da! Du Affe. Gefällt mir das? Na, sterben kann er auch. Da macht er die Äuglein zu. Ich hatte noch so viel zu erschaffen. Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Tja, das war wohl der letzte Schnappschuss von ihm. Ist er wirklich tot? Was? Was macht er? Ein letztes Foto. Durch die Kamera geschossen? Ziemlich cool. Lilly! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa. Papa. Na klar, ist sie weg. Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lilly, bitte. Ich... Komm raus, Lilly.
Du musst dich nicht verstecken. Und wer ist das? Das ist die Mama? Nee, das wäre ja schon komisch. Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Myra. Verschwinde. Du kriegst sie nicht. Wie bitte? Nebenbei haben wir keine Munition mehr. Das heißt, wenn wir jetzt gegen das Viech kämpfen sollten, das wäre schon echt armselig. Lily! Nein! Also ein Riesenblock, der hinter ihm herfällt, kann nicht gesund sein. Das war alles nur ein Traum. Ich wach auf an meinem Schreibtisch. Obwohl. Myra? Lily? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Gut. Ja, Kapitel 9, ne? Machen wir direkt weiter. Und zwar beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Guck mal, hätte er sich das Ding hier gestellt, was ich gefunden habe. Nicht gerade. Danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.